Herzlich willkommen bei Tumpfis Kanal. Hier das Antwortvideo. Eure Fragen, meine Antworten. Danke für eure Fragen und ich werde sie jetzt nach der Reihe beantworten. Niklas Frohnwiesner hat gefragt, wo hast du die Strubhühner her und wie viel haben sie gekostet? Fütterst du auch Mehlwürmer? Und hast du einen Brutapparat? Also, es sind keine Strubhühner, es sind gelockte Serama-Hennen, die ich habe. Preislich ist unterschiedlich. Daumen mal Pi werden Hennen so um 20 Euro gehandelt. Mehlwürmer fütte ich ab und zu, wie ich gerade dazu komme. Sonst finden sich im Kompost auch ab und zu ein paar Würmer, die man den Hühnern opfern kann. Brutapparat habe ich keinen mehr, weil eine Henne brütet besser als ein Brutapparat. Die nächste Frage kommt von Nindru. Wie groß bist du und stemmst du Gewichte bei deiner Muskulatur? Also, ich bin 1,88 groß und ich stemme keine Gewichte. Die nächste Frage kommt von Debis Tierwelt. Was hast du für Haustiere neben den Hühnern? Oder ist ein neues Haustier in Planung? Ich und meine Frau haben einen Kater, eine Katze, einen Hund, die Hühner, ein Aquarium mit ein paar Fischen und sonst sind keine weiteren Haustiere geplant. Die nächste Frage kommt von Hogle Goblin, lässt du deine Hühner glucken und wie heißen sie? Also, ich lasse meine Hühner ab und zu glucken, nicht jedes Jahr, weil wenn man eine Henne glucken lässt mit befruchteten Eiern, kommen im Idealfall Küken heraus, welche aber ca. 50-50 Hahn und Henne sind, sprich von 10 Eiern 5 Hähne, 5 Hennen. Jetzt ist die Frage, was macht ein Hobbyhalter mit so vielen Hähnen? Es gibt mittlerweile genug Hähne überall zu verschenken und so weiter. Deswegen lieber nicht glucken lassen, nicht brüten, wenn man nicht weiß, wohin mit den Hähnen die schlupfen könnten. Die Namen von meinen Hühnern, da muss ich zeitweise selbst überlegen. Meistens sage ich nur Pipis zu ihnen. Aber der Hahn, was gerade gegräht hat, das ist der Thor. Das ist mein erster Hahn. Dann habe ich noch einen zweiten Hahn, einen Zwerg-Seidenhahn. Das ist der Jack Black. Dann die Hennen heißen Zwitschi, Smarty, Brownie, Mary, Heidi, Holly, Splashy, Snow, Mary und Silky. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Die nächste Frage kommt von Morty. Hallo lieber Tumpfi, meine Frage an dich. Wie bekomme ich den größten Pumpkin, sprich den größten Kürbis? Ich weiß, du bist ein erfolgreicher Riesenkürbis. Teilnehmer an der österreichischen Staatsmeisterschaft. Ich drücke dir jetzt schon die Daumen für die heurige Saison. Tja, meines Erachtens, ich bin doch kein Profi oder was, meines Erachtens sind drei Sachen wichtig. Kompost, Wasser, Motivation und Liebe.
Die nächste Frage kommt vom Gartengemüsekiosk. Was für Behandlungen machst du mit den Hühnis jährlich? Hast du auch so Hausmann-Tipps, Hausapotheke und Kräuterkuren oder sowas? Also eine jährliche Behandlung meiner Hühner, das Krallenschneiden, eventuell, wenn ich merke, die Krallen werden zu lang, obwohl sie viel scharen, kann das trotzdem vorkommen. Und beim Hahn die Sporen, die gehören jedes Jahr ein bisschen eingekürzt, weil sonst geht er dann irgendwie komisch, weil die Sporen ineinander greifen. Und deswegen kürze ich das einmal im Jahr. Dann Hausmann-Tipps. Ich schätze, es ist vielleicht im Zusammenhang mit den Hühnern. Da kann ich nur sagen, ich gebe oft Oregano ins Futter. Das ist gut gegen Durchfall bei Hühnern. Dann ins Trinkwasser eine Knoblauchzehe, wirkt antibakteriell und auch nicht schlecht. Und bei Schnupfen gebe ich meinen Hühnern feingeschnittene Zwiebel. Die nächste Frage kommt von Mr. Dan. Meine Frage, was machst du, wenn dein Garten irgendwann mal voll ist? Tja, gute Frage. Einen weiteren Platz suchen, ein weiteres Grundstück etc. Dann die nächste Frage von der Auswanderer-Doku von Micha. Wie groß ist dein Garten? Wie lang bewirtschaftest du ihn schon? Gibt es etwas, was dich an deinem Garten grundlegend stört? Planst du größere Umbauten im Garten vorzunehmen? Ja, die Größe meines Gartens. Ich habe nachgemessen, ca. 90 Quadratmeter. Keine 100, 90. Bewirtschaften tue ich das Ganze seit 3-4 Jahren, seitdem ich das Haus mit dem Garten gekauft habe. Am meisten stört es mich, dass der Garten nur 90 Quadratmeter hat und keine 900 zum Beispiel. Und größere Umbauten, nee, sind nicht geplant. Die nächste Frage kommt von der Gartenkanal von Max. Seit wann gartelst du? Welches Gemüse bzw. Obst baust du am liebsten an und warum? Freue mich schon auf die Beantwortung deiner Fragen. Liebe Grüße, Max. Also, aktiv gartel ich seit 3 Jahren in diesem Garten. Davor in einem anderen Garten, aber nur kurzzeitig, 1 Jahr versuchsweise. Das hat nicht so geklappt und so. Und davor natürlich bei meinen Eltern, wobei da mehr Blumen und so gewesen ist, statt Gemüse. Ja, mein Lieblingsgemüse oder Obst. Ich baue gern Paradeiser an. Warum? Paradeiser sind super lecker. Die kleinen Cocktail-Paradeiser oder Tomaten gehen nebenbei bei der Jause, beim Frühstück, im Sommer als Salat. Also von meiner Sicht aus mein Lieblingsgemüse. Obst, Himbeeren, Kirschen, Marillen. Habe ich auch ein paar Bäume hier. Ja, was ich noch gerne anpflanze, gemüsemäßig, ist Gugurz, Mais. Aus dem einfachen Grund, beim Grillen optimal. Und es erinnert mich an meine Kindheit, wie ich als 3-4-Jähriger beim Gugurzfeld durchgelaufen bin und
das war wie ein Wald für mich, weil die Größe war damals noch nicht da. So, die letzte Frage von Max Green. Hey mein Lieber, welcher Zeitpunkt oder Moment hat dich zum Gärtnern motiviert und wie viel Quadratmeter Fläche bräuchte man grob gesagt, um sich selbst zu versorgen? Also, der Zeitpunkt oder der Moment, wo es mich motiviert hat, in dem Garten zu gärtnern, war der Moment, an dem ich ihn gekauft habe. Weil es meins ist und bei gemieteten Sachen habe ich nicht wirklich einen Ehrgeiz dazu gehabt, dass ich da jetzt großartig das Ganze mir anpasse. Aber dadurch, dass jetzt mein Garten ist, dadurch habe ich die Motivation gefunden, den zu gestalten, wie ich möchte. Und grob gesagt, Quadratmeter zum Selbstversorgen ist, ich schätze pro Person ca. 1000 Quadratmeter. Daumen mal Pi. Keine Ahnung genau, aber ich schätze 1000 Quadratmeter sollten für eine Person reichen. Tja, das war's dann schon mit den Fragen. Danke für eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch gute Antworten liefern. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin meinen Kanal verfolgt. Danke und bis zum nächsten Mal.